Ein grosser Dobermann stürzt sich auf einen kleinen Chihuahua-Hund. Die Besitzerin Sabina Peter muss zuschauen, wie ihr das Liebste fast gefressen wird und dann auch noch merken, dass in solchen Fällen niemand schuld sein will. Marianne Kegi. Chihuahua. 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 Chihuahuas sind von Natur aus gutmütige Wesen, die idealen Begleiter. Sabrina Peter ist dann auch 24 Stunden mit ihrem vierbeinigen Freund zusammen. Bis letzten Juni. In diesem Mietshaus in Gränchen will sie mit ihrem Hund eine Freundin besuchen. Am Tor warnt zwar ein Schild vor einem Wachhund, doch um zu klingeln, muss sie rein. Da rennt plötzlich ein Dobermann auf sie und ihren Coco zu. Ich konnte überhaupt nichts mehr machen. Also, der hat meinen Hund an der Leine gepackt und hat ihn angefangen zu erbeissen, kann man sagen. Mein Hund hat nur noch rumgeschrien und ich habe geschrien, nehmen den Hund weg, aber gekommen wäre niemand. Ich konnte dann den Hund, also den Coco, irgendwie können, dem Dobermann wegnehmen, respektive er ist irgendwie wie runtergefallen. Ich habe ihn genommen, bin auf den Coco aufgelegen und habe ihn probiert zu schützen. Der Dobermann ist weiterhin also auf mich aufgegumpelt, hat dann nachher unten durch noch eine Streibisse. Also ich war von zuoberst bis zuunterst voll gut gewesen. Sie fährt Coco sofort in die Tierklinik. Tierarzt Thomas Schneider untersucht einen Wurf neugeborener Kätzchen. Er hatte damals Sprechstunde. Ich habe auf dem Arm, wo sie den Hund auf dem Arm hatte, gesehen, dass er schwere Verletzungen hat. Er hat ein Stück Darm, das aus der Bauchhöhle rausgelampert ist. Hat er gewusst, wir müssen handeln. Ich habe ihm zuerst Schmerzmittel gegeben. Nachher haben wir ganz oberflächliche Narkose mit einer Maske gemacht. Aber leider haben wir ihm Coco nicht mehr helfen und er ist dann gleich darauf gestorben. Sabrina Peter lässt Coco einäschern und bewahrt seine Urne auf. Die Erinnerung an jenen Tag lässt sie nicht mehr los. Da bin ich sicher 20 Minuten dort auf dem Parkplatz gelegen. Am Grennen, oder? Und, also wirklich, und irgendwie in Hallen probiert anzuläuten, oder? Und natürlich irgendwie niemand ist rum gewesen, so wie es meistens ist, wenn etwas ist. Und ja. Ja, es war einfach schlimm gewesen. Also, und auch nicht nur mit dem Moment. Also, es ist auch noch sicher ein, zwei Wochen lang nicht besser gegangen. Walter Rindlisbacher ist Präsident des Dobermann-Vereins Zürich. Für ihn ist klar, der Dobermann, der Coco zu Tode gebissen hat, ist falsch gehalten. In unmittelbarer Nähe, wo Leute, auch fremde Leute, Zugang haben zu dieser Siedlung oder zu dieser Wohnung, muss der Hund einfach an der Leine sein und unter Kontrolle vom Meister. Der hat dort keinen freien Auslauf mehr zu haben. Er kann nur freien Auslauf haben dort, wo er wirklich dann auch niemandem etwas zu leid tun kann. Und der Besucher ungehindert Zugang hat zu dieser Wohnung. Der Dobermann, der hier lebt, hat Coco getötet. Doch der Besitzer will die Kosten der Operation, der Kremation und der kaputten Kleider nicht zahlen. Der Dobermann-Besitzer schaltet seine Haftpflichtversicherung ein. Doch die Zürich schreibt, sie würden nicht haften. Der Dobermannhalter habe ja ein Warnschild an seinem Zaun. Aus Kulanz übernehme sie 50%, 1250 Franken. Das Angebot sei befristet. Ich finde es weder richtig noch schön. Erstens mal, ja, versteht man nicht, wieso 50%. Also ich sehe nicht ein, wo da meine Schuld wäre, also wieso sie überhaupt jetzt ich da Kosten sollte übernehmen, also Kosten müssen übernehmen. Und andererseits bin ich mir irgendwie vorgekommen, wie als würde ich erpresst werden. Das geht nicht, sagt Giri Bolliger, Anwalt bei der Stiftung für das Tier im Recht. Ein Warnschild entbinde den Hundehalter nicht von der Haftung. Außerdem sei das Angebot der Versicherung lausig. Das ist natürlich viel, viel zu wenig, wo die Versicherung da will zahlen. Der Dobermannhalter haftet für den gesamten Schaden, der verursacht worden ist. Also nicht nur für die Hälfte. Zudem fällt auf, dass in dieser Aufstellung ein ganz wichtiger Posten fehlt. Das ist der sogenannte Affektionswert für den Hund. Das ist der Wert, wo ein Halter emotional seinem Tier beimessen will. Und der allein kann schon einige tausend Franken umfassen. Die Zuständigen der Zürich-Versicherung wollen dazu keine Stellung nehmen. Aus Datenschutzgründen, schreiben sie. Das ist Luna.
Das 6 Monate alte Chihuahua-Weibchen von Sabrina Peter. Der Trauer zum Trotz, ein Neubeginn. Und auch der Halter vom Dobermann hat zu dieser Geschichte nichts sagen. Die Zürich Versicherung hat, nachdem der Kassensturz x-mal angeläutet und Mail geschrieben hat, doch noch eingesehen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Sie schreiben uns, Zitat, bei der Beurteilung des Sachverhalts ist uns bedauerlicherweise ein Fehler unterlaufen. Dafür haben wir uns bei der Geschädigten in aller Form entschuldigt. Und selbstverständlich übernehme ich Zürich 100% von den entstandenen Kosten. Das sind 2'500 Franken. Und nach langem Hin und Her zahlt jetzt die Versicherung der Sabrina Peter auch noch den sogenannten Affektionswert. Und zwar sind das in diesem Fall 1'000 Franken. Was mit dem Dobermann passiert ist, wo der Chihuahua zu Tod gebissen hat, das haben wir beim Veterinäramt Solothurn nachgefragt. Das Amt ist zuständig im Gebiet von diesem Hundebesitzer. Der Dobermann-Besitzer muss mit dem Hund in einen Kurs gehen, damit er die Situationen beherrschen kann, wenn der Hund im Ganzen so sicher und lieb reagiert. Also das ist einerseits draussen, dass er die Leine nimmt, wenn andere Hunde rum sind und wenn es ein bewohntes Gebiet ist. Und im Garten muss er dafür sorgen, dass die Leute nicht einfach reingehen, wenn der Hund frei im Garten ist, sondern dass er die Tür beschließt und dass sich die Leute anmelden müssen. Dann kann er den Hund so zurücknehmen und dann können die Leute rein, ohne dass etwas passiert. Also, wo der Dobermann einen anderen Hund tötet hat, muss ihn der Besitzer nicht einschläfen lassen. Das sagt Doris König vom Veterinäramt Solothurn.